Ach, Hisham Bayan. Ich habe wirklich von dir Respekt gehabt. Aber ich wusste wirklich nicht, dass du wirklich deine Fans verarschst. Zum Beispiel, du sagst, Firaz und Jamos Musikvideo ist haram. Ist haram. Könnte sein. Aber zock selber GTA. Roleplay. Ich zeig das jetzt mal euch. Zum Beispiel hast du bei diesem Video gesagt, dass GTA nicht haram ist. Dass es nicht haram ist. Obwohl man bei GTA was Schlimmes und so machen kann. Naja, es könnte sein, dass es haram ist, ne? Also dazu werde ich jetzt nichts sagen. Also es könnte sein, dass es nicht haram ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Das ist ja nicht so, wenn ein Hodjo sagt, es ist haram, dann ist es direkt haram. Ich sag nur eins. Warum sollte bitteschön Firaz und Jamos Musikvideo haram sein und GTA nicht? Jetzt mal ehrlich. Sogar Firaz hat sogar bei diesem Video kommentiert, ob er auch am Ramadan GTA Roleplay zocken kann wie du. Jetzt mal ehrlich. Das ist eigentlich haram, wenn du, also das ist nicht haram, weil du es sagst, das ist halt haram, weil du jetzt sagst, ja, das ist haram und GTA ist nicht haram. Obwohl man bei GTA viel schlimmere Sachen machen kann, die du nicht vorstellen kannst. Ich kenne GTA selber. Mein Bruder, ich habe das nur ganz mal, manchmal so gezockt. Ich zock's immer noch manchmal, aber mache trotzdem nicht Haram-Sachen oder so. Kann ich auch nicht beweisen, weil ich es ja auch nicht als Video habe. Naja, egal. Das ist ja auch nicht der Sinn bei dieser Sache. Aber das regt mich richtig auf, wenn solche Hodjas, ich nenne dich jetzt mal Hodja, also nein, egal, ich nenne dich jetzt nicht Hodja, ich nenne dich einfach ganz normale Person. Isam, du bist wirklich in meinen Augen wie ein Hodja. Wirklich, du bist wirklich wie ein Hodja in meinen Augen. Aber dass du wirklich so was fakest, wirklich, ist sehr schlimm, wirklich. Es könnte sein, dass Firaz und Jamos Musikvideo auch haram ist. Aber GTA könnte danach auch haram sein. Also wenn Ding haram, das Musikvideo haram ist, dann musste das Ding auch haram sein. Naja, jetzt zeige ich euch die Beweise. Zum Beispiel dieses Musikvideo. Sieht gut aus. Also das Musikvideo ist richtig gut geworden, Leute. Aber nur weil da jetzt Weiber sind, ist jetzt haram. Nur weil da Haare Weiber sind. Die halbnackt sind, sagen wir mal. Also die sind nicht komplett offene. Aber schon so ein bisschen offen. So, ich sag jetzt mal in Prozent, so 75% nicht offen und 25% offen. So. Aber GTA ist nicht haram. GTA ist nicht haram. Wahrscheinlich. Oder es gibt auch so ein Hodja, das zeige ich euch jetzt. Liebt ihr Amma? Hast ihr den Chip? Wie kann man sich so etwas angucken oder sich mit sowas beschäftigen? Ein Muslim, der etwas im Herzen hat, Tauhid, wenn es auch nur 1% ist, wird er so etwas nicht machen. Wie kann dann so ein Muslim so etwas machen? Daher, Ikhwa, diese Spiele, Kulayadullah, sind zu unterlassen. Auch diese Sendung, die man schaut. So, dazu will ich jetzt das sagen.
Ja, innerhalb, aber doch nicht in 2 Minuten oder so. Weißt du, wie wenig Schokolade das ist? Ja, was soll ich sonst machen? Ordert Schokolade was? Da ist Schokolade. Nicht alles, es gibt ja. Nur wegen dieser Variante sollte jetzt Fortnite Schirk sein. Nur wegen Gottkönig Doom, also diese Variante, sollte jetzt ganz Fortnite Haram sein, nur wegen ein Schirk. Wisst ihr was? In GTA gibt's mehr Schirk als Fortnite. Und anscheinend sollte GTA nicht Schirk sein und Fortnite sollte Schirk sein. Und nur wegen einer Sache sollte jetzt Fortnite komplett Schirk sein?
Nur wegen einer Variante von Dr. Doom sollte jetzt ganz sofort ein Schirk sein. Jetzt mal ehrlich, Leute. Nur wegen einer Sache konnte nicht komplette Fortnite haram sein. Nur wegen einer Schirk. Eine Schirk. Und GTA ist mehr Schirk. Ist sogar mehr haram. Aber GTA ist erlaubt. Aber komischerweise ist Fortnite nicht erlaubt. Als Moslem. Als Moslem. Jetzt mal ehrlich, Leute. Findet ihr es auch schlimm? Sagen wir mal, ein Spiel ist nur ein Schirk drin. Und in eure Lieblingsspiel. Also Fortnite ist nicht mein Lieblingsspiel, also keine Sorge. In Minecraft ist Schirk drin. Sagen wir mal. Und danach kommt so einer und sagt, ja, das ist jetzt komplett haram. Als Hodja. Und danach macht er ein YouTube, und danach macht Isan Bayan, also es war nicht halt Isan Bayan, diese Hodja, und dann hat halt Isan Bayan so Fragen bekommen, ob GTA haram ist oder nicht. Er hat dann gesagt, nein, ist nicht so schlimm, also nicht haram. Obwohl das viel schlimmer ist als Fortnite. Obwohl das viel schlimmer ist als Firat und Jammos Musikvideo. So, das war meine Ansagevideo. Ich finde es echt traurig, wirklich. Ich habe sogar Isan Bayan wirklich gefeiert. Ich feiere ihn immer noch. Aber wenn er wirklich weiter Fake-Videos dreht oder irgendetwas sagt, ja, dies und das haram, obwohl das nicht stimmt, finde ich es echt asozial. Naja, egal. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es euch gefallen. Vergesst nicht, das lassen und mich zu abonnieren. Dafür könnt ihr mich unterstützen. Schaut mal andere Videos vorbei. Ja, wenn ihr mehr davon seht, lasst ein Like da, abonniert mich und ja, ciao.